50, ja, das kann man machen. Ich guck mal gerade, Durchschnittslohn, karibischer Lohn. Hä, passt doch. Ja, komm, dann machen wir's jetzt. Hochschule. Ihr kriegt 2 höher für alle Hochschulabsolventen. Oberschule, ihr bekommt auch 2 mehr. Und ihr Ungebildeten bekommt auch 2 mehr. So, Papaya exportieren. Hey, Kumpel. Ich habe wieder das Gesindel aus der Heimat im Nacken. Wir nehmen es mal an. Ich weiß aber nicht mal, ob ich Papayas bauen kann. Agrarbedingungen. Papayas. Tatsache. Würde ich sagen, wenn wir schon hier dabei sind, wir haben im Moment die Kohle, Farm, Papayas, gib ihm. Können wir hier jetzt, Ach Leute, ihr müsst mich echt mal stoppen und sagen, hier, Atrox, das geht so nicht, du baust viel zu viel, deine Leute kommen gar nicht mit. Aber wir bauen jetzt erstmal Papaya-Farm. Wir stellen nicht die Produktion von anderen Farmen um. So. So, Arbeitsbedingungen sind schon mal... Hey, Präsident! Ja, ja, ja. Wie verbessert denn sonst noch die Arbeitsbedingungen? Parkhaus, offene Grenzen, Kohlekraftwerk... Die Unterhaltskosten werden gesteigert, ne? Aber wir haben weniger Verschmutzung. Wie sieht's denn aus mit der Verschmutzung? Inselwirtschaft, Einnahmen... Ja, hier gibt's ein paar richtig grüne Sachen, ne? Ausgaben, Bilanz... Ja, hier, sieht doch gut aus. Also... Ja gut, dass die ganzen, wie soll ich sagen, die Häuser keine positive Bilanz haben, ist klar, ne? So, Überlagerung, Menschen, natürliche Rohstoffe, Inselbedingungen. Verschmutzung. Ja, hier unten ist viel, aber hier geht's eigentlich. So, Deponiebereich ist ausreichend. Also, Schönheit ist auch nicht schlecht. Feuchtigkeit, ja gut, das ist klar. Wir sind auf einer Insel in der Karibik. Ja, Inselbedingungen. Ne, da waren wir gerade. Services, Belegung. Wie, was denn hier? Achso, das meinte der mit Belegung. Services. Arbeitsbedingungen. Wo sind die Arbeitsbedingungen denn Z? Das ist, die sind hier überall so. Hm. Gut, nirgendwo haben wir sehr gute Arbeitsbedingungen. Das ist natürlich... Ja. Also, die Arbeitsbedingungen... sind nirgendwo ganz so geil. Ja, ich könnte jetzt sagen, ich mache überall nicht mehr Ausbeuterbetrieb, aber ich weiß nicht, ob die dann was gut produzieren. Boah, Leute, guckt euch das an. Guckt euch das an. Was hier Touristen kommen. Parkhaus überlastet. Ja, ja, ihr seid immer überlastet hier. Gut, das nächste Schiff kommt in weniger als einem Monat mit 50.000. So, Fischkonserven, Papayas werden auch noch exportiert. Obwohl, die kann man ja eigentlich mal gerade mal schnell bauen, hier die, Dinger. So, der Flughafen hier wird auch bald fertig sein. Die Hälfte haben wir. So, und hier müsste doch... Ein Schiff nähert sich dem Hafen. Exportumsatz, 90.000 Dollar. Also, ich würde mal glatt behaupten, 113.000 Dollar. So schnell kann ich gar nicht gucken. Wir haben noch eine Finanzhilfe bekommen. Wir bekommen immer so viel mit Finanzhilfe. Aber gut, warum nicht? Ja, wenn das alles verladen wird hier, dann, sind wir gemachte Leute und unser Geld steigt sowieso, weil wir so viele Touristen hier haben. Das ist der Wahnsinn. Also wirklich. Touristen ohne Ende. 17 neue Einwanderer für Tropico. Da muss ich aber jetzt gerade erstmal was gucken. Wirtschaft. Arbeitslos. 17. Naja, gut. Ja. Hier sollte jetzt bald jemand ausladen. Im Idealfall. Aber hier ist noch ein bisschen was im Ausgangslager. Ich hoffe, das bringt er jetzt hier hin. Nee, anscheinend nicht. 119.000, 122.000, Parkhaus überlastet. Ja, ihr mit euren Parkhäusern da, was soll ich? Ich kann ja nicht noch mehr dahin plätzen, als ich eh schon hab. Weil Platz ist keiner mehr da. So. Gut, wir haben die 100.000-Dollar-Grenze überschritten. Ganz souverän, möchte ich meinen. Und wir bauen jetzt noch einen Hafen. Warum? Einfach, weil ich möchte. Wie weit muss der denn im Wasser sein? Hier so, ne? So, Infrastruktur, Straße. Zack. Und wir könnten hier unten vielleicht noch das ein oder andere Haus hinbauen. Und dann haben wir auch wieder Platz für
neue Tropicana. Hä, was ist mit den Mietshäusern los? Warum sind die so klein geworden? Unterkunft? Mietshaus. Okay, oder ich habe gerade was Falsches angeklickt. Kann natürlich auch sein. So, ich glaube, die brauchen ja keine Straßenanbindung. Ich bin schon wieder am Bauen wie ein Bekloppter, Leute. Was haben wir denn noch an Erlassen, was interessant sein könnte? Soziale Absicherung. Gut, das machen wir. Steigert das allgemeine Wohlbefinden, würde ich behaupten. Brot für das Volk. Erhöht ihn und verdoppelt den Verbrauch. Kann jederzeit widerrufen werden. Ja, das machen wir auch mal. Wir wollen mal hier die Beliebtheit. Boah, 63.000 kostet sich. Das ist, boah, krass. Vorgezogene Wahlen? Nee. Haller Präsidente. Wir haben noch keine Fernsehstation, sehe ich gerade hier. Was ist das denn? Humanitäre Hilfe brauchen wir nicht. Bildung. Sensibilitätstraining. Weniger Einfluss auf die Freiheit. Auch eine schöne Sache. Gleichgeschlechtliche Ehen. Ja. Ideologiebuch. Politische Bildung. Na, gucken wir mal. Auswärtiges Amt, was haben wir denn hier? Allianz mit der UdSSR. Der Papstbesuch. Oh ja, komm. Laden wir den Papst mal ein. Warum nicht? So, Wirtschaft und Tourismus. Ethnische Enklave brauchen wir. Ist die immer noch nicht gebaut? Nee, ist die nicht. Nachtclub, gut. Oh, was brauchen wir denn hier für die Tourismuswerbung? Eine Fernsehstation, okay, die werden wir noch bauen. Prohibition, sowas fangen wir uns gar nicht an. Verhütungsverbot auch nicht. Inquisition sowieso nicht. Auf nach Florida. Erforderlich Gefangener. Okay. Abhörprogramm brauchen wir auch nicht, sowas. Kriegsrecht. Nee. Modernisierung des Militärs. Ja. Wohnqualität und Gesundheitswesen verbessern sich durch die Militärbasis deutlich. Ja, das machen wir doch. So, was haben wir noch für Erlasse? Verteidigung. Wehrpflicht? Ja, nee. Rebellen ausradieren, sowas fangen wir uns auch gar nicht erstmal an. Wir haben noch nicht mal Rebellen. Also, gibt jetzt Schlimmeres. So, ein Schiff. Ach, da war schon wieder... Ach so, das hat gerade erst fertig gemacht hier. Weil ich so viel am Bauen war. So, hier, wir schwingen jetzt mal die Schnellbauenkeule. Besonders hier oben vielleicht für den Flughafen. Oder wie weit ist der? Der ist fertig. Ach ja, schön. Für die Minen hier schwingen wir jetzt auch mal schnell. Und hier, das bauen wir jetzt alles mal schnell. Weil, mehr Touristen und so, ne? Schnell bauen. Hier wollten wir dann noch was bauen. Was haben wir denn noch so an unfertigen Projekten, die fertig werden sollten? Was verbraucht? Was haben wir denn hier für einen Verbrauch? Gesamtverbrauch. Das heißt, wir haben noch ungefähr 100 Megawatt. Ist okay. Und hier haben wir eine neue Quest. Was haben wir hier Feines? Präsidente, mögen Ihre Kamele gesund. Exportieren Sie 1000 Waffen. Sie erhalten Baupläne für eine Waffenfabrik. Ich möchte handeln. Und 2 Kamele. Sie haben zurzeit zu viele Aufgaben. Ja, dann tut mir das leid. Ja, das hier muss ich mal gucken. Hey, Präsidente. Kann ich auch nicht abbrechen, ne? Ja, gut. Und wir wollten hier noch den teuren Aroma rumproduzieren. So. Gut. Rohstoffe importiert. Ja, gut. Was haben wir hier? Das... Genau. Aber die haben auch noch nichts produziert, weil hier unsere Goldmine noch nichts produziert hat. Aber das kommt noch. Im Idealfall. So. Hier haben wir Werner. Haben die überhaupt eine Straßenanbindung? Ich guck mal gerade. Infrastruktur. Ich weiß nicht. Bestimmt. 11 Touristen auf der Insel eingetroffen. Bustransfer. Service erster Klasse. Hä? Das ist noch Bauarbeiter. Ah, das ist noch nicht fertig. Aber gut, für das bisschen mache ich jetzt auch kein Dingens mehr. So, was haben wir hier noch? Exportieren Sie Waffen. Achso, ja, gut, die bleibt. Das Hotel voll ausgebucht. Hier, das Hotel ebenfalls. Also, das ist nicht schlecht. Oh, 38 neue Einwanderer für Tropico. Und wieder jede Menge Exporte.
Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Leuten und mit dem ganzen Geld. Also ohne Spaß. Ja, was bauen wir denn noch? Wir könnten, ja, komm, wir bauen mal eine Börse. Ne, erstmal bauen wir nichts mehr, weil wir haben ja genug im Moment zu bauen. Was bauen die hier? Aktive Projekte, Flughafen, Mietshaus, Mietshaus. Und die hier, Mietshaus. Was baut ihr hier Feines? Krankenhaus. Das Krankenhaus ist auch noch nicht fertig, ne? Wo war denn das? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall werden hier noch ordentlich Sachen exportiert. Fischkonserven ebenfalls. Ja. Gut. Haben wir sonst noch irgendwas hier zum, Gut. Exportierte jede Menge. Das sieht doch nicht schlecht aus. So, was könnte man denn hier noch Schönes hinbauen? Luxusattraktion. Was soll man mal was Großes bauen? Hey, was Großes hier bei Unterhaltung. Wie wär's mit einem Sportkomplex? Uff, hier müssen wir erstmal einen Platz für finden. Juff da, wo soll ich den denn hinbauen? Also hier unten am Strand ist definitiv kein Platz mehr. Ach, dieses Gebäude ist nicht an das Stromnetz angeschlossen, das heißt, wir brauchen erstmal hier noch ein Umspannwerk. Ja, das kann man hier hinbauen. Das, obala, das bauen wir auch gerade schnell. Na komm, bau dich fertig hier. Ja. Komm, Umspannwerk. Werd fertig. So, das ist auch noch dran. So, dann können wir mal gucken, ob wir hier den Sportkomplex hinhauen. Ja, guckt euch das an. Wunderschönes Teil. Gut. Ja. Wir bauen einen Sportkomplex. Was haben wir denn noch so? Ein Kino. Ja, ein Kino können wir hier unten noch hinsetzen. Obwohl, da kommen wahrscheinlich auch, ich sag mal, Tropicana hin. Bauen wir das doch hier in die Innenstadt. Ach, da steht schon ein Kino, guckt mal. Schön. Unterhaltung, was haben wir denn noch so? Ein Zoo. Ich weiß nicht, wie groß der sein soll. Oder kann. Gelände kann nicht planiert werden. Wo bauen wir denn den Zoo hin? Anscheinend nirgendwo. Gut, was haben wir denn noch so für Unterhaltung? Ein Casino hatten wir schon. Nachtclub. Den kann man noch hier unten hinsetzen. So. Die Ballonfahrt ist auch noch am Bauen. Die machen wir gerade mal schnell fertig. So. Gut, wir haben eine Finanzhilfe bekommen. Warum bekommen wir denn Finanzhilfen? Ich meine, Leute, wir haben mehr als genug. Also, ich meine wirklich mehr als genug. So. Gut. Gibt nochmal Lohnerhöhungen für die Hochschularbeiter. So, und für die Oberschule machen wir auch nochmal Lohnerhöhungen. Hochschule, Oberschule und Ungebildete. Ihr kriegt mal hier. So. Für alle. Gut. Wieso exportieren wir eigentlich keine Papayas? Ich meine, Leute. Wie auch immer. So, wir exportieren wieder. Und ich würde sagen, wenn das Schiff hier abgelegt hat, machen wir eine kurze Aufnahmepause. Obwohl, das war's schon. Parkhaus überlastet. Das schauen wir. Ah, hier das Parkhaus. Ja, müssen wir gucken. Ich weiß es nicht. Was wir da machen. Lassen wir uns noch was einfallen, auf jeden Fall. Unsere Hotels hier, voll ausgebucht. Unser Einkaufszentrum macht Minus. Das ist natürlich schlecht. Die Frage ist halt, wie lang. Oh, hier. Tropikanische Waren werden exportiert ohne Ende. Der Flughafen ist fertig. Okay. Gut. Wir haben hier jetzt eigentlich soweit, ja, wir haben hier stark auf Tourismus gebaut. Also der Tourismus läuft. Wir haben hier 97 Touristen, die insgesamt schon kamen. Hier noch niemand, aber das kommt noch. Und ich würde sagen, wir machen einfach eine kleine Aufnahmepause und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.